Erfindungsnachrichten. Es gibt jetzt den ersten solarbetriebenen Schritt Herzmacher. Voraussetzung, man muss auch bei angeschalteter Beleuchtungsdecke schlafen können. Sonst, Vorsicht, gibt es einen Schlusskurz und es geht auch dein Lichtlein aus. Nicht ganz saubere Nachrichten. Dieter Bohlen hat endlich seine Freundin Nadel fest angestellt. Und zwar als sexy Frau Putz. Also ich persönlich finde sie schon auch sexy, aber sie macht mir so ein bisschen den Eindruck wie eine so Blümchenmauer. Egal. Auf jeden Fall macht sie es jetzt unserem reichneuen Musikpopper völlig schwarz. Der Bohlen wörtlich, die Nadel ist Wahnsinn. Die hat sogar eine deutsche Female Putz. Sony Station Play Nachrichten. Es gibt jetzt ein tolles neues Spiel mit dem Namen Dollys Löcher Steuerschlüpfer. Wirklich? Der Hauptsteller des Spieles ist Dolly Buster, die von Ex-Ministerfinanzier Theodor Weigel verpflichtet wurde, die Steuern zu senken. Aufgepasst, mit jeder Senkungssteuer werden Dollys Brüste größer. Das heißt, logischerweise, je kleiner das Lochsteuer, desto größer Dollys. Man kann die Dolly sogar mit einem Stickjoy in alle vier Richtungshimmel bewegen. Ja. Die Richtungen A, B und C sind für Dolly kein Problem, aber bei D wird es schwierig. Ein interessantes und abwechslungsreiches fähiges Jagdschnitzel. Jetzt im Handel. Dollys Löcher Steuerschlüpfer. So, und jetzt Reklame. Sagen Sie, kennen Sie das? Sie gucken gerade ein geladenes Spannungsfilmspiel mit am Fernseher so und da vielleicht eine harte Kampfbox im Gewicht schwer und immer Reklame. Reklame, Reklame und immer Bier, Bier, Bier. Pilsen, Spitzener vom Feinste, Krostitzer Ura, Steinwarner oder Röderhase. Du, da hilft nur eins. Uso! So. Heute ein Grieche. Das war es von mir. Bis zum nächsten Mal. Und vergiss nicht mal.